paar 100k gespart. Yeah, cool. Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Liebe YouTube-Freunde. YouTube. Eine Plattform, die seinesgleichen sucht. Digga, was? Viele Leute fragen mich, hey Karl, wie hast du es damals geschafft, aus der Insolvenz rauszukommen? Ich habe in meinem Leben schon mit sehr, sehr vielen Finanztechnologen, mit extrem vielen, vielen Steuerspezialisten geredet. Es gab aber diese eine Technik, die Tim und mich damals... Der Inside-Modus. ...aus der Insolvenz der Insa. ...gerettet hat. Scheißegal, ob ihr euer Geschäft in Malta, Afghanistan oder sonst wo angemeldet habt. Seid ihr länger als 6 Monate in Deutschland, ist der Hase halt einfach. Wie ist es aber nicht der Fall? Ja, wenn man halt einfach... den IMSI-Modus aktiviert. Also wenn man einfach insolvent ist, ne, dann ist es halt nicht der Fall. Dann könnt ihr schön trotzdem im Ausland schön eure Geschäfte anmelden, alles darüber laufen lassen und seid einfach diese ganzen deutschen Kopfschmerzgeschichten einfach los. Ja Leute, ich hatte einfach keinen Bock mehr auf diese deutschen Kopfschmerzen. Danke dir nochmal, Tom. Der deutsche Staat, die checken es mal wieder nicht. Ja? Warum macht denn das nicht jeder so? Selbst wenn man insolvent ist, muss man allerdings eine Steuererklärung abgeben. Das heißt, UpRed hat dir im Endeffekt einfach gerade ganz offen zugegeben. Steht da oben HIV. Geben, Steuerhinterziehung zu begehen. Mich wirst du leider dennoch in einem 120.000 Euro... Was für ein Lied, Digga? Das ist... Range Rover rumcruisen sehen, ganz entspannt und ganz locker Schmogger. ist das Range Rover von UpRed gewesen? Denkfehler. Und es gibt eine Sache, die mich einfach abfuckt auf dieser Plattform. Also ich kenne dir die Leute, die hergehen und wirklich in so jedem Posting, in jedem Video so einen Werbeplacement oder sowas machen. Ja, macht gerne hin und wieder Werbung, aber wenn man wirklich in... Eines der ersten Free-to-Play-Battle-Royale-Mobile-Games. Ich hab mir das mal beim Handy runtergeladen, es hat so maximal gelaggt. Ich war richtig traurig, tief traurig war ich, Jungs. Und wenn du das Affengeil machst, der Hinweis, dann hast du über 1 Milliarde Junge, dieser Typ! Und über 50 Millionen aktive Spieler. Keep, servus! Mit 99 Spielern in der Runde ist es jetzt auch möglich, im Squad die Helmbomben zu verteilen. Hey Jungs, was geht ab? Habt ihr schon mitbekommen? Bei PUBG Mobile gibt es auch Squads, da können wir alle zusammen zocken. Hättet ihr Bock? Nee? Kein Problem, ne. Ich geh erstmal in Solos, ja? Mit dem Baby Shark Crossover und Das sieht so furchtbar aus, dieses oh Gott, Baby Shark, Digga. Ich krieg so das Kotzen. Kip, nicht wundern, ich mach heute ganz kurz, weil Manny Handy ist da und... Skins. Aber wie geht's dir? PUBG Mobile, aber nur mal ganz anders. Baby Shark. Mami Shark. Mami Shark. Nico? Ich werd so ein Ohrwurm davon haben, so eine Kacke. Da kommt endlich das nächste Placement. Es ist unglaublich, ne? Mann, wir sind gerade einfach nicht am Deliveren. PUBG in der Kooperation mit Baby Shark und entzwirbelt den Song auf jeden Fall im Auto. Grüße gehen raus an PUBG Mobile. Das ist jetzt das nächste Placement auf ihm, oder? Du sagst es komplett. Rapper slash influencer. Wow. He has to have more than 500k. Yeah, bro, he's broke. He said, what the fuck, mate? You broke, you lost 2.7 million about Luna while I was showing the coin, man. Oh, okay, I'm sorry, bro. I didn't mean it, man. K. Simon didn't meant it, man. You're the best YouTuber, man. The funnest videos. What the fuck? KuchenTV hat sich von seiner Freundin... Mir geht's auch gut. Freundin getrennt. Bibi und Julienko haben sich getrennt. Das sind YouTube... Stimmt, alle haben sich gefühlt getrennt, Digga. Aber so in 20 Jahren nicht gesehen haben, Leute. Ich bin da mal durch die Recherchen gegangen und dann ist mir hier eine Sache unter die Augen... Hallo, in diesem Video gebe ich euch ein paar Tipps für euren Seitensprung verheimlichen können. In Fachkreisen nennt man dieses philosophische Dilemma... Oh, Hallöchen. Spaß beiseite. Ich wünsche beiden Parteien... Okay, KuchenTV nicht. Ich wünsche Bibi und Julienko alles Gute. Ihr seid einfach KuchenTV. YouTube-Legenden. Bibi, wegen dir habe ich angefangen, mich zu schminken. Ich finde, ich sehe aus wie so eine Puppe oder so. Hey, was ist da passiert? Was ist denn mit Bianca Heinecke los? Hey, wie sieht die von Joker? Wie sieht Julienko, wegen dir dachte ich spontan, ich werde einfach mal Vater. Die Freude vom Joker, so sieht die aus. Nee, Moment mal. Lasst uns hier aus dieser Situation bitte keinen Witz machen, Leute. Harley Quinn, danke dir. Es sind viele Dinge, die heutzutage passieren. Aber da kommt immer wieder eine Frage auf. Und zwar, wie schaffst du es, sofort eine attraktivere Stimme zu bekommen? Innerlich dir vorstellst, wie das war. Ich habe von diesen Typen so viele Videos bekommen. Stärker wirken, präsenter anziehender auf Frauen wirken. Yeah, Digga. Der labert so viel random Scheiß, Alter. Und dann... Na Jungs, nicht die Geschlossenheit, ihr müsst die offene Haltung machen, wenn ihr sprecht. Weil dann wirkt ihr auch anziehend auf das gegenüberliegende Geschlecht. Fakt! Also der ist ganz viel sonderbares Zeug, dieser Typ. Ich bin die Straße lang gegangen, da waren auch schon so einige kleine Büsche, die dann so am Rand aufgekeimt sind und so. Ich liebe das einfach, die Knospen im Frühling jetzt aufblühen, merkst du schon.
Ich habe eine viel attraktivere und lebhaftere, lebendige... Nein! ...Stimme. Und dann bin ich diese Straße entlang gelaufen. Es war wirklich eine sehr, sehr schöne Straße mit vielen Blumen. Das klingt erstmal sehr seriös. Also Leute, ich sag's euch ganz ehrlich. Ich persönlich glaube, ich werde Steuerberater. Liebe Leute, wenn euch dieses Video nicht gefallen hat, dann schaltet es nicht jetzt im linken oberen Ohrschloch durch. Und falls ihr den Channel noch nicht abonniert habt, dann scheiß bitte einfach drauf. Mir fällt gerade was auf. Verpisst euch! Und hab dann einfach wahrscheinlich durch meinen smarten Move ein paar 100k im Jahr gespart. So sieht es am Ende des Tages wahrscheinlich aus. Wahrscheinlich, der hat recht haarige Schultern, der Mann.